Was geht ab, meine Freunde? Zu einer weiteren Folge Crafted Deck, aber nicht alleine, sondern mit dem Klim. Hallo. Mit dem Klim Action Action. Und ich sehe gerade. Wo bist du denn? Ich sehe gerade, dass JB, also der Jens, richtig unverschämt hier mit Beacons gearbeitet hat. Wir haben so viele Boosts. Wir haben Speed 2, Haste 2, Jump Boost 2, Regen und Resistance. Also wir sind eigentlich in unserer Stadt so gut wie unsterblich. Das stimmt. Da kann uns keiner das Wasser erreichen. Nicht mal der See hier, der lacht ein bisschen. Und weint. Und weint. Deswegen ist er auch so voll mit Wasser. Genau deswegen. Simple Erklärung. So, und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ich habe unten meine Farm ein bisschen vitalisiert. Ihr wisst ja, meine Farm, womit ich immer Emeralds verdienen gegangen bin. Bei meinen Villagern. Damit ich die mal schön in meinem Shop anbieten konnte. Und zwar hier habe ich jetzt schön eine Reihe gemacht mit Melonen. Weil wir haben ja einen Bauernvillager, der will Melonen haben, Karotten und Kartoffeln. Ja, sieht man ja hier, ne? Ich sehe auf jeden Fall schon mal deinen Name-Tag. Das ist gut. Ich guck mal, was ist mit Sound hier? Okay. Ich hole mir mal ein paar Kartoffeln und sowas. Dann gehe ich nämlich mal zum Undercover-Villager, den ich versteckt habe. Obwohl, es ist Nacht geworden, ne? Was? Ach, da bist du. Danger. Danger, ey, wie geht's? Gut, und du? Ich hab hier ein paar Kartoffeln, aber du gebaden, ne? Ah, die brauch ich nicht. So, ich geh jetzt mal nach oben. Hast du Bock mit mir, einen Zombie-Villager zu suchen? Bin auf jeden Fall dabei. Und den dann um... Was war das denn gerade? Was war das? Ich bin hier irgendwie in der Treppe stecken geblieben. Läuft bei dir voll gut manchmal. Denn an Tagen wie diesen ist deine Kniescheibe in dem Bauch. Klingt aber nicht so geil eigentlich. Warum nicht? Eine Kniescheibe im Bauch, weiß ich nicht. Ah, Angriff hier. Überhaupt nicht für mich. Jetzt schon. Angriff überall. So, wir wandern ein bisschen heraus und gucken. Hier beim Marktplatz sind ja eh immer so ungefähr 70 Millionen Zombies, weil die immer angelockt werden von den ganzen... Aber das sind alles normale Zombies hier. Ja, ja. Aber dann müsste bestimmt auch ein Zombie-Villager den Weg finden. Was ist guckt hier? So Google- auch wow. Normaler. Guckt er so Google Maps, kichert ein bisschen im Hintergrund. Lacht er. Isst sein Knie und leckt das auch noch. Geht weiter ein bisschen. Du machst mir gerade irgendwie so ein bisschen Angst. Warum? Hast du Angst, dass ich ein Kniescheibenfetischist bin? Ja. Vielleicht bin ich das ja auch. Wäre eigentlich schon so ein bisschen geil. So hobbymäßig. Von Freizeit her. Meine lieben Freunde, hier habt ihr es zuerst gehört. Kunga ist Kniescheibenfetischist. Ja. Und ich esse sogar Kniescheibenfetischist. Kunga ist Kniescheibenfetischisten. Weißt du? Also du bist Kniescheibenfetischist. Ja. Im Prinzip. Genau. Okay. Das habe ich jetzt verstanden. Hier ist auch noch ein Skelett, aber hier unten ist irgendwie auch gar nichts mehr, ne? Keine Zombie-Villager, ne? Voll läppsch, ey. Was macht denn das Skelett hier? Kann das sein, dass so ein bisschen halle? Bei mir nicht. Weil mein Zimmer, das halt ein bisschen, habe ich das Gefühl, weil meine Wände sind kahl, ich habe da noch keine Bilder. Ich bin ja umgezogen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es hier noch recht sehr stark schallt. Aber dafür hast du Internet. Dafür habe ich Internet, ja, das stimmt. Endlich wieder. Endlich, ey. Einen Monat und 7 Tage. Yes, Alter. Ja, hat übrigens auch ein bisschen gut getan, so eine Pause von Internet. Also ich habe es gut überlebt. Ich überlebe hier gerade nicht so gut, oh oh. Alter, oh shit. Oh, Ich glaube, ein halbes Herz. Diese Nacht ist nicht gut. Nee, diese Nacht ist überhaupt nicht gut. Mit einem halben wenig Herz. Wenig Zombies, wenig Leben, wenig Gekichere. Ich hab's aber überlegt. Ich mach auch nur eine 10-minütige Folge, weil ich es eilig habe. Weil ich gleich abhauen muss in die Uni, weil da ist Mensa, ein bisschen Party. Da wollte ich unbedingt hin. Und ich fahre danach nach Hause, also in meine Heimat. In deine Heimat? Ja, und da habe ich ja kein PC mehr. Da habe ich zwar Internet, aber kein PC. Das ist auch kacke. Ja, und deswegen reite ich manchmal mit einem Esel, der heißt dann immer Pferd. Und sein Bruder heißt Katze und das ist ein Hund. Und mit dem Esel reite ich dann manchmal. Mhm. Ist das nicht ein bisschen verwirrend, wenn die dann so heißen? Nee, geht eigentlich. Und du? Ich muss mich dran gewöhnen. Was ist das denn hier für ein Zombie? Nee, das ist auch noch ein ganz normaler Zombie. Skeleton, alles. Das kann doch nicht sein, dass hier kein... Sonst, wenn ich keine suche, ne, dann beherbergen die so Craft Tech City, so als wenn die normale Einwohner wären. So intensiv sind die dann. Ja, aber ist echt gar keiner, ne?
Nö, ich laufe ein bisschen weiter raus gerade vielleicht. Ja, ich laufe dir hinterher so ein bisschen. Aber vielleicht, wenn das Blöde ist, wenn die so weit weg sind, dann muss man die so weit transportieren, da habe ich nie Bock drauf. Deswegen, egal. Da muss ich jetzt einen Cut setzen und du darfst nicht gucken, wo ich hingehe, weil ich gehe jetzt zu meinem Undercover-Ort. Okay. Der ist undercover ein bisschen. Komm, ich komme nicht mit. Du Verräter. Ich sehe dich doch. Quatsch. Wir haben einen Verräter in unseren Reihen. Ich sag's ja keinem. Nein, darfst du nicht sehen, das Undercover, das ist ein guter Villager. Der könnte ganze ganze Wirtschaft zerstören von Craftdeck. Und dann geht die Welt unter. Das wäre nicht so schön, das stimmt. Wo hast du den denn versteckt? Jetzt bin ich neugierig. Das Undercover ein bisschen. Mann, wieso ist hier kein einziger Zombie-Villager? Das gibt's nicht. Bis. Tschüss. Hier ist aber auch nichts anderes, ne? Nee, gar nichts. Ich schließe noch ein paar Löcher unterwegs aus Langeweile. Damit die Stadt schön aussieht. Das gibt es nicht, ne? Was für eine traurige Folge der Jäger. Gar nix. Ich habe hier die Musik gar nicht angemacht, korrekt. Mach ich jetzt an. Und sag, warum nicht? Sag doch, Klim, warum nicht? Ich weiß auch nicht, warum nicht. Vielleicht lässt du die komplett aus und schneidest sie im Nachhinein rein. Ja, oder so. Ich habe die aber jetzt schon angemacht, deswegen. Ach so, was ist das denn für eine Zombie? Warum ist hier ein Portal? Was geschieht hier in Craftdeck? Ich war schon lange nicht mehr auf dem Server. Ich habe nur ein Mesa-Biom gefunden, aber ich denke mal, das hast du auch schon gefunden. Ja, da habe ich auch meine Blöcke, ja. Meine Blöcke. Von der City nach Ost-Berlin. Weißt du eigentlich schon, wo ich wohne, beziehungsweise jetzt aktuell noch? Nein, zeig mir einfach mal, wo du lebst. Warum und wohin? Ich zieh noch um, also ich zieh noch in die Hauptstadt. Ich möchte da rechts neben Rotpilz am See wohnen. Warte mal, wo soll ich hinkommen erstmal? Du kannst einfach den Weg zurückgehen, den du gerade gekommen bist. Weil ich hatte mich gerade hier langlaufen sehen. Wo? Ach, da oben. Ja, danke. Boah, mit den Beacons, ne, rastet man hier richtig aus. Ja, das laggt auch bei mir deswegen so ein bisschen. Ja, das habe ich auch das Gefühl bei mir. Also ich will da hinziehen, also da rechts neben Rotpilz, da am See. Ah, okay. Aber aktuell wohne ich hier hinten. Der See hat ja noch recht viel... Da ist ein Zombie-Villager! Nee. Doch, und der Tunnel ist noch hier, mein alter Tunnel, den ich mal genutzt habe. Wofür denn? Für einen Zombie-Villager transportieren. Dann soll der herkommen. Okay, warte, ich lock ihn an. Nee, ich hab den schon, glaube ich, Target. Okay. Das muss dann ein Bauer werden, der Rest ist egal. Ich schieb den. Das ist gut. So, ich glaube nämlich, das war hier der Tunnel. Ja, hier ist der Tunnel. Oh, der Köder. Mach mal hinter dir zu, bitte. Ja, habe ich. So, jetzt blockier stehen. Pass auf, jetzt machen wir Action. Warte, war das Goldapfel zuerst und dann Weakness? Erste Trank. Oh, was? Das denn? So, jetzt konvertiert der hoffentlich gleich zum Christentum. Nein, Quatsch. Der konvertiert gleich bestimmt zu einem normalen... Oh, fuck! Nein! Wie geht der normale Weg hier nochmal? Egal, der macht mir eh keinen Schaden, weil ich ein harter Banger bin. Von Freizeit her aber auch. Kommt die trotzdem nicht mehr weiter. Ja, warte. Warte, ich hab nicht eine Idee. Wir können den ja erstmal... Nee, ist egal. Der macht mir eh keinen Schaden. Ach, okay. Oh, hier ist eine Redstone-Leitung. Das war falsch. Was ist hier für eine Redstone-Leitung? Von wem, warum und wohin? Warte, ich guck mal nach. Mach die auch dann wieder zu. Alter, was ist denn hier? Hammer, ne? Was läuft denn bei denen falsch, Alter? Alter, der Zombie, ne? Der ist ein unverschämter Bengel. Ich sperr den mal hier ein. So, jetzt ist der eingesperrt. So. Wir müssen den alten Weg wiederfinden. Ich finde den alten Weg nicht mehr. Alter, was ist das für ein Red? Ah, das ist von Jens, glaube ich. Diese Arena da, ne? Nee, von seinem Tranksystem. Wo der Tränke herstellt wie ein Süchtiger. Womit er sich dann ganz Koks finanziert und sowas. Hier? Warte, ich buddel mal eben hier hoch einen Block. Warte mal, hier? Ja, warte mal, ich guck mal. Irgendwo muss hier mein Weg gewesen sein von damals. Da hab ich nämlich schon mal. Ist das dein Haus hier oder nicht? Ah, nee, das ist das Haus von Jens. Stimmt. Woher kommt das Wasser hier und warum? Hier, kannst du hochschwimmen. Dann siehst du, wo wir sind. Ich finde es von hier aus den Weg. Ich mach zu, damit du ein bisschen leidest. Okay, ist ja kein Problem. Hallo. Da ist der Zombie. Der müsste gleich konvertieren. Aber ich würde sagen, die Konvertierung sehen wir in der nächsten Folge, meine Freunde. Wir machen direkt im Anschluss noch eine hinterher. Und ich bedanke mich, Klim, bist du jetzt nochmal dabei oder läufst du von dannen? Ich bin natürlich nochmal dabei. Korrekt. Das heißt, meine Freunde, coole. Und hier hast du dein Dirt.
Oh, danke. So, meine Freunde, in der nächsten Folge werdet ihr die Konvertierung dieses Zombies sehen. Versuch Nummer 3, weil alle meine Zucht-Villager sind gestorben wegen Revi dem Dummkopf. Auf jeden Fall hinterlasst eine Bewertung, einen Kommentar, schaut beim Klim vorbei und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.